Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich habe es euch ja schon versprochen, ich stelle euch heute vor von der Firma Olight die M2R Pro Warrior. Das ist quasi die verbesserte Version von meiner M2R Warrior, die ich euch schon mal vorgestellt habe, die ich eigentlich draußen immer mit dabei habe. Und ich werde das Ding dann auch verlosen. Also, liebe Leute, wenn euch das interessiert, was die alles kann, was die besser macht wie die M2R, und die gibt es am Donnerstag, nur den 19. März, im Bundle mit dieser kleinen, die ich ja dann noch gleich vorstelle, mit 40% Rabatt. Deswegen mache ich dieses Video heute. Nur 19. März 2020 gibt es die mit 40% Rabatt, mit dem Bundle mit dieser Mini-Taschenlampe, die saugeil ist und an meinem Schlüsselbund rankommt. Wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Die braucht ja eben 2000 Watt. Was macht jetzt die M2R Pro besser als die normale M2R? Im Endeffekt ist es die verbesserte Version. Man sieht, wenn man es so nebeneinander hält, sie ist etwas größer, sie ist ein bisschen schwerer, nicht viel. Und sie ist stabiler. Also die kann ich 1,5 Meter runterschmeißen. Die kann ich bis zu... Ich schmeiße jetzt nicht weg. Hoffentlich finde ich die wieder. Ja. Die kann ich bis zu 3 Meter weit runterschmeißen. Und ich weiß, wie diese Lampen von Olight getestet werden. Die werden also teilweise bis zu... weiß gar nicht, über 1000 Mal runtergeworfen. Und aus 3 Meter Höhe auf Beton, sonstiges. Und dann müssen die immer noch funktionieren. Die haben Kratzer, dann klar. Aber sie haben nicht kaputt. Und diese M2R Pro hat einfach nur ein paar Vorteile. Sie lädt schneller, das ist mal Punkt A, also doppelte Ladegeschwindigkeit, wer es also sehr häufig braucht, für den ist das interessant. Sie hat einen wesentlich größeren Akku drin, die hat also einen 5000 mAh Akku drin, die anderen 3600 mAh, hält also nur mehr länger durch und hat all die Vorteile, die meine M2R hat, die ich ja immer draußen dabei gehabt habe, und hat zusätzlich noch einen großen Vorteil. Hier muss ich näher kommen, und zwar das da. Das ist also absolut stabil, damit kann ich Glas brechen und damit kann ich mich aber auch verteidigen, wenn es wäre. Das ist also nur mal ein kleiner Zusatzvorteil gegenüber der normalen M2R, die hat das nämlich nicht. Also hier ist ein Glasbrecher nochmal mit dran. Ein paar technische Daten mal. Also das Ding hat 1800 Lumen. Und das schafft sie 4,5 Minuten durchgängig. Und 1800 Lumen halt, ist also schon, ich blende extra nicht in die Kamera, sonst ist die kaputt. Ich blende es euch ein, damit komme ich also bis zu 300 Meter weit. Schon mal gut. Dann hat es eben in der nächsten Stufe, oder fangen wir mal unten an. Ich kann also hier mit 1 Lumen, hat die genauso, mit 1 Lumen, das reicht euch gerade so, dass ihr im Wald gehen könnt, aber von keinem anderen mehr gesehen werdet. Wenn ihr quasi diesen hier macht, sieht kein Mensch euch, aber ihr seht es nur so bis 1-2 Meter vor euch. Also perfekt, wenn man mal getarnt unterwegs sein möchte. Dann haben wir die nächste Stufe. Übrigens, diese 1 Lumen Stufe, die kann die 50 Stunden lang durchgängig leuchten. Die 15 Lumen, das ist so das, was ich im Lager in der Regel hernehme, da hält die 130 Stunden. Da ich vielleicht so ein Ding, selbst wenn ich jeden Tag draußen bin, 4-5 Stunden maximal benötige, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Tage ich das Ding durchgängig machen kann, bis ich es überhaupt schon wieder aufladen muss. Und natürlich hat auch die diesen USB-Ladeanschluss, sodass ich so meine Solar-Powerbank anschließen kann. Nächster Punkt haben also dann schon 60 Lumen. Da ist also dann schon einiges geboten. Das hält sie noch 40 Stunden aus. Mit 60 Lumen, steht jetzt leider nicht da, wie weit ich komme. Dann haben wir 250 Lumen. Wir haben 750 Lumen. Und wenn ich einen Doppelklick mache, dann habe ich 1800 Lumen. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Also die leuchtet bis zu 300 Meter weit. Und die hat ein bisschen engen Strahl wie die M2R. Die M2R hat so in der Mitte einen stärkeren und dann außen um einen größeren. Das heißt, ich sehe mehr. Hier ist er eher so gebündelter. Dafür sehe ich wesentlich weiter. Ich habe es jetzt beides im Wald getestet. Ich muss sagen, hat beides seine Vorteile. Wenn ich eh sowieso bei 15 Lumen oder sowas, da ist der Unterschied nicht so groß. Aber wenn ich mal weiterblicken möchte, mit der sehe ich viel, viel weiter als mit der anderen.
Also das ist schon mal ein großer Vorteil. So viel mal zu den technischen Daten. Sie macht 22.400 Candela und ist natürlich IPX8. Das heißt, mit der kann ich stundenlang bis zu 2 Meter unter Wasser sein. Also jetzt nicht für einen Taucher geeignet, aber immerhin, wenn ich mal was im Wasser suchen muss, kann ich mit der machen ohne Probleme und ich muss auch nicht, wenn es regnet oder sowas, keine Angst haben, dass das Ding kaputt wird. Was sie zusätzlich hat, ist natürlich das, was vielleicht auch den einen oder anderen mal helfen wird. Das ist quasi, wenn ich, kann man also hinten den Schalter kann man separat programmieren. Ich habe den jetzt so programmiert, dass er entweder 1800 Lumen macht oder halt 13 Mal in der Sekunde das macht, und wenn ich damit einen blende, der sieht für einige Sekunden nichts mehr. Ich muss es selber erleben. Ich habe es in einem Kamerl getestet und vergessen, dass da ein Spiegel war. Und ich habe dann einfach mal kurz nichts mehr gesehen, was mir natürlich dann einen guten Vorteil gegenüber meiner Gegnerschaft, sodass ich sagen kann, ich kann hier abhauen oder sonst was. Oder sollte im Wald der Wildschwein kommen, kann ich das mit Sicherheit mit dem Ding auch abschrecken oder zumindest blenden. Gut, das also mal zu den technischen Daten zu dem Ganzen. Was ich auch schon mal erklärt habe, diese O-Light-Lampen, das sind Profilampen. Die werden tatsächlich für Soldaten, für Polizisten, für BOS-Kräfte, für Einsatzkräfte gemacht. Und das ist der große Unterschied zu den normalen Lampen, die halt auch billig sind. Die halten was aus. Und Leute, wenn wir in der Krise sind, dann brauche ich ja Lampen, die wo was aushalten, die ich mal so runterschmeißen kann, mit der ich mal sicherlich Sachen machen kann, ohne das was ist, die mal so wegschmeißen kann. Das macht ja nichts. Und das ist der große Vorteil an der, das sind halt einfach Profilampen, dafür kosten sie natürlich mehr. Wenn ich natürlich am 19. März 40% Rabatt kriege, schaut die ganze Sache anders aus. Also ich weiß nicht, ob sie das jetzt sieht, aber ich habe jetzt gerade in den Baumstamm volle Kanne reingehauen und das Ding geht immer noch, hoffe ich. Oh ja. Und wie? Also sehr massiv das da vorne. Ist also von dem her top Sache. Nur dreckig ist jetzt, sonst nichts. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt, was bei der alles dabei ist, ist einmal dieser Superclip dabei. Den finde ich wirklich gut, weil ich kann hier von der Seite rein, ich kann aber auch von der anderen Seite rein und ich kann den sogar hier nochmal umdrehen und auf die Seite festmachen. Ich kann den auch hier drehen, wie ich ihn brauche. Ich drehe mir den zum Beispiel immer genau neben dem Knopf, damit der im Fenster den Knopf findet. Der ist immer rechts von dem, dann weiß ich, wo der Knopf ist. Ich kann das hinten programmieren, auch ein wichtiger Punkt, habe ich eh schon gesagt, einmal volle Power oder eben diesen hier, oder wenn ich drauf bin und mache einmal kurz drauf, dann kann ich quasi einmal eine leichtere Stufen und einmal hellere Stufen machen, je nachdem was der braucht. Ich habe mich für diese Variante entschieden mit volle Power, weil ich einfach sage, wenn ich durch den Wald gehe, in der Nacht mit einem Lumen und plötzlich raschelt es hinter mir, dann drehe ich mich um, brauche nicht lange umeinander, ich drücke hinten drauf, zack, und habe dann 1800 Lumen. Oder wenn mich irgendwer von hinten überraschen würde, dann drücke ich hier drauf und damit ist der geblendet. Und das ist natürlich eine super Sache, die ich so jetzt auch noch nicht bei anderen Taschenlampen gesehen habe. Deswegen top taktische Lampen. So, ich habe ja gesagt, es gibt ein Bundle dazu, und zwar gibt es dieses Mini-Teil. Nur mal zum Vergleich zu meinem Finger, wie klein das ist. Also perfekt für den Schlüsselbund. Und das erste, was die hat, sieht man vielleicht hier, hoffe ich. Hier ist der USB-Anschluss zum Laden. Ist also kein Ladegerät sonstiges dabei, weil jeder hat ein Handy-Ladegerät daheim oder USB-Kabel und damit kann man es aufladen. Die hat 2 Leuchtigkeitsstufen und zwar die erste ist 5 Lumen. Das reicht also ganz leicht fürs normale Gehen, dass ich kurz vor mir alles sehe. Und wenn ich sage, ich will, also damit könnte ich sogar 6 Stunden lang leuchten. Und das zweite ist die volle Power. Und da hat das Ding 150 Lumen. Und damit könnte ich sogar Viertelstunden lang so leuchten, obwohl das so ein kleines Teil ist. Ist natürlich echt top. Gerade für einen Schlüsselbund, wenn man daheim irgendwo hingehen muss oder sowas in die Richtung. Perfekt, dann kann ich den natürlich dafür hervorragend nehmen. Was hat die noch? Die hat eine Reichweite von 40 Meter, also mit 5 Lumen hat es 9 Meter und mit 150 Lumen, also volle Power, hat es dann 40 Meter Reichweite. Das ist natürlich für eine Schlüsselbundlampe gigantisch. Schmeißt 400 Candela, ist auch IPX8 wasserdicht, also damit könnt ihr bis zu 2 Meter unter Wasser gehen. Also für den, der wo schnorchelt oder sowas, der könnte damit sogar auch leuchten. Hat eine Länge von 4,4 cm,
und ein Gewicht von 13,5 Gramm wiegt also gar nichts für unsere Ultraleichtjünger. Natürlich optimal, und wie gesagt, draußen habe ich eine Powerbank dabei, kann ich das Ding jederzeit wieder sofort aufladen. Auch die kann ich 1,50 Meter runterwerfen, macht der gar nichts außer ein paar Kratzer, mehr nicht. Cooles Teil, und wie gesagt, die gibt es im Bundle mit 40% Rabatt. Nur am Donnerstag, den 19. Ich finde es richtig cool, die kommt an meinen Schlüsselbund. Die hat mittlerweile meine M2 Warrior in meinem normalen Gürtel, den ich hier quasi dran habe. Hier habe ich ja immer die Taschenlampe dabei. Und da ist jetzt die M2R Pro Warrior drin. Weil das Ding ist genial, da kann ich eben, wie gesagt, getarnt umeinander laufen. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Auch so eine Gürtelclip ist mit dabei. Der hat mehrere Vorteile. Ich kann hier hinhängen. Ich habe hier die Möglichkeit, dass ich es direkt ganz fest mache, wer also ganz sicher gehen möchte. Oder ich habe auch die Möglichkeit, dass ich es mir einen Gürtel ranhänge. Das hält relativ viel her, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wer es ganz fest haben möchte, einfach hier Gürtel durch die zweite Schlaufen durch. Also von dem her top. Auch hier wieder, wenn ich Tarnlicht haben möchte, dann kann ich es theoretisch da rein tun. Dann aber bitte nicht volle Power, sonst brennt euch das an. Genau. Von dem her, was auch noch mit dabei ist, ist also quasi ein Ladekabel. Logischerweise, Ladegerät ist keins dabei, weil jeder hat 25 Handy-Ladegeräte mittlerweile daheim. Oder halt die Powerbank, damit kann man es wunderbar aufladen. Genau. So Leute, jetzt kommen wir zu dem, wo viele drauf gewartet haben. Ich verlose ja diese Olight-Taschenlampe. Habe ich euch ja versprochen. Und was müsst ihr dafür tun? Wollen wir direkt was überleben. Also zum einen ist klar, dass das nur an Abonnenten geht von meinem Kanal. Also bitte meinen Kanal abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat. Und ihr müsst mir unten einen Kommentar reinschreiben, und diesmal machen wir M2R Pro. Hashtag M2R Pro. Ich blende es euch ein. Bitte den auch richtig schreiben, weil sonst erkennt mein Computerprogramm das nicht. Das, mit dem ich die Auslosung mache, also bitte nicht irgendwas wie Hashtag mit E schreiben oder sonst was in die Richtung, sondern wirklich genau das so reinschreiben, dann hat es dabei. Und die werden wir vermutlich, je nachdem wie es jetzt einsatztechnisch ausschaut, in nächster Zeit mal verlosen. Entweder via Livestream oder ich mache es im Rahmen in irgendeinem Video. Deswegen Kanal abonnieren und vor allem die Glocke nicht vergessen, damit ihr das auch mitkriegt. Wäre schade, weil wer sich nicht rührt bei mir, der kriegt es auch nicht. Die letzte ist hoffentlich gut angekommen. Gut, das war's wieder von mir. Falls noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Fertig.